Moin ihr Lieben, ich komme mal wieder zu einem Turnierbericht-Video und ich war am Wochenende in Ritterhude und das ist ein wirklich richtig schönes Turnier. Das Besondere an dem Turnier, dass ich mein Comeback im Dressurviereck hatte, wenn man das so nennen kann, denn es ist wirklich, wirklich lange her, dass ich das letzte Mal eine Dressur auf Turnier geritten bin. Leider habe ich nicht von jedem meiner Ritte ein Video. Gerade am Freitag hatte ich leider keinen zum Filmen mit. Da habe ich mit Holly zwei Springpferdeprüfungen geritten. Einmal eine Springpferdeprüfung A, zwei Sterne und meine erste Springpferdeprüfung der Klasse L. Und ich kann sagen, ich kann mit meinem Pferd super und durchaus sehr, sehr zufrieden sein. Leider habe ich immer noch nicht so richtig das Mittelmaß zwischen Anlehnung und dem Galopp und sowas gefunden. Daher war ich in der ersten Prüfung sehr, sehr verhalten, habe viel zu viele Galoppsprünge zwischen den Distanzen geritten, weil ich mich darauf konzentriert habe, dass ich sie vorne möglichst rund habe, leider aber nicht einfach die reiterlichen Fähigkeiten besitze, sie von hinten dann auch nachzuschieben. Daher war das wirklich sehr verhalten und es gab nur eine 7,0 dafür. Das klingt jetzt vielleicht für einige viel, eine 7,0, aber in der Springpferdeprüfung, gerade mit einem Pferd wie Holly, hätte doch einiges mehr drin sein können. Dann habe ich danach meine erste Springpferde L mit Holly gehabt und da habe ich mich dann getraut, die Zügel einfach ein wenig länger zu lassen und mich mehr auf das Galoppieren zu konzentrieren. Und das war auch schon viel, viel besser und wir haben dann am Ende eine 7,4 bekommen. Leider waren wir in beiden Prüfungen ein aus der Platzierung raus, was total ärgerlich ist und irgendwie ist immer noch nicht die Glückssträhne wieder da. Ich weiß auch nicht, das war wirklich sehr ärgerlich, aber ich war mit Holly zufrieden, weil die einen tollen Job gemacht hat. Dann am Samstag hieß es um 7.30 Uhr meine erste Prüfung. Ich habe mich entschieden, Holly noch einmal zu reiten, weil eigentlich war es geplant, Sammy zu reiten, weil Carlsson dieses Wochenende frei hatte. Aber dann hätte ich mit Sammy ganz früh morgens hingemusst und dann wieder mittags und das wäre mir einfach zu lang und auch zu viel für Sammy gewesen. Deswegen bin ich dann mit Holly morgens das A-Stilspringen geritten und da habe ich wirklich mich nur noch auf den Galopp konzentriert. Ich bin mal echt vorwärts galoppiert und habe dann am Ende eine 7,6 bekommen und den dritten Platz gemacht. Und ich habe jetzt auch den Ritt für euch. Leider ist der Platz sehr zugestellt und man kann mich oft nicht richtig im Bild erkennen. Deswegen habe ich den ganzen Ritt jetzt auch nur zusammengeschnitten. Dann hieß es für uns erstmal wieder schnell nach Hause, weil ich die Pferde tauschen musste. Und ich habe dann mir schnell die Stute für die Dressur eingeflochten, Sammy fertig gemacht und dann ging es wieder Richtung Ritterhude. Ich habe dann mit Queenie Lou als erstes eine A-Dressur gehabt. Leider habe ich jetzt keine Filmaufnahmen davon. Aber ich kann euch sagen, sie war ein bisschen kuckig, was auch für ein vierjähriges Pferd und das zweite Turnier ja vollkommen in Ordnung ist. Aber ich hätte vielleicht noch ein bisschen präziser sie da durchreiten können. Ich habe versucht, alles richtig zu machen, dass ich mich da ein bisschen versteift habe auch und Lektionen falsch geritten habe. Deswegen habe ich selbstverständlich auch auf die Wertnote verzichtet. War aber total glücklich, dass sie so artig war, weil sie könnte ja auch einfach Mist da drinne bauen, aber sie hat nur ein bisschen geguckt und hat das sonst sehr, sehr souverän gelöst. Und dann kam ein A-Spring mit Sammy. Ich werde euch nur ein paar Ausschnitte davon zeigen, weil man leider im Internet immer sehr schnell für so Momentaufnahmen auseinandergenommen wird und ich selber schon wirklich genug selbstkritisch bin und das Ganze mit meiner Trainerin natürlich auch analysiert und bewertet habe. Aber es war nun mal so, irgendwie war der Wurm drin. Ich kann euch sagen, ich war natürlich wieder hauptbeteiligt daran, dass sie vielleicht geparkt hat, aber es gab auch so den einen oder anderen Steher, da hat die mir auch definitiv nichts geschenkt. Das ist Sammy und das weiß ich auch und das war bis jetzt immer so, dass es auch im Training noch vorgekommen ist. Gott sei Dank war es bis jetzt auf dem Turnier nicht. Jetzt hat es sich gemacht, beziehungsweise jetzt ist es zu solchen Situationen gekommen. Ich muss abwarten, wie sich die nächsten Turniere entwickeln. Ich habe sie aber dafür nicht bestraft. Ich habe mich natürlich innerlich ein bisschen geärgert, weil ich mich sehr auf die Prüfung gefreut habe. Aber so ist das nun mal und es gibt immer Hoch und Tiefs und ich bin glücklich, dass sie überhaupt so gut zu Wege ist und dann passiert sowas halt mal. Abgehakt. Let it go in the open, but I don't say your name.
schon meine zweite Dressur mit Queenie Lou gehabt. Ich zeige euch auch ein paar Ausschnitte aus dem Ritt. Ich habe auch hier auf meine Wertnote verzichtet, weil ich habe versucht, alles perfekt zu machen. Das waren so viele Sachen, die neu für mich waren, dass ich dann einfach bei der Aufgabe mich ein bisschen verritten habe, weil ich versucht habe, alles richtig zu machen, habe ich dann nicht mehr ganz so zugehört. Was total blöd ist, aber es ist wirklich voll viel Neues für mich gewesen. Allein das Hände richtig hinstellen und die Hilfengebung, selbst was auf dem Arbeiteplatz, was wir noch besprochen haben, das war einfach so viel, dass ich das nicht alles so umsetzen konnte und dann halt eben gepatzt habe. Aber Queenie Lou war total entspannt eigentlich schon im Viereck und auch super artig. Natürlich war die Luft bei so einem jungen Pferd auch ein bisschen raus. Trotzdem hat sie ihren Job super lieb gemacht. Und wenn die erstmal Routine im Viereck hat, das wird ein super tolles Jugend- und Darmpferd. Und ich glaube, die wird eine Schleife nach der anderen holen. Die ist super schön zu reiten. Ganz, ganz tolles Gefühl. Die arbeitet super lieb mit und ist auch einfach bildhübsch. Das kann man ja nicht anders sagen. Und das war es jetzt auch schon von meinem Turniervideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mich mal Dressurreiten zu sehen. Ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich das Ganze mal ein bisschen weiter verfolgen. Und das war es auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allen Dingen mich auch mal Dressurreiten zu sehen. Ich habe richtig viel Spaß dabei gehabt und viel neue Erfahrungen gesammelt. Hat mich auch ganz, ganz doll gefreut, dass man mir Queenie Lou zum Reiten anvertraut hat. Das war wirklich ein tolles Gefühl und wirklich eine sehr, sehr ganz, ganz tolle Erfahrung für mich. Und ich bin am Wochenende wieder auf Turnier, da sind wir in Cuxhaven-Altenbruch und Karlsson ist wieder mit am Start. Außerdem ist Sammy wieder mit dabei und ich habe das Wochenende abgehakt, weil nur so komme ich weiter. Und die Pferde sind in den seltensten Fällen schuld, also seid nie traurig, wenn ihr mal so Phasen habt, wo es nicht klappt. Arbeitet an euch und dann wird euer Pferd euch das auch schon danken. Und man sollte sich da nie lange dran festhalten oder dran festklammern, weil sonst kommt man da auch nicht wieder raus. So. Da habe ich jetzt mal richtig einen rausgehauen. Aber jetzt möchte ich euch noch sagen, dass ich letzte Woche Geburtstag hatte und ich habe ein Video dazu gedreht, wo ich euch Fragen und Antworten und alles gegeben habe, was ihr so wissen wollt. Also wenn ihr noch ein bisschen mehr über mich erfahren wollt, dann könnt ihr euch das Video noch reinziehen. Und ich bin auch bei Instagram und auch bei Snapchat, da findet ihr mich unter Beanie Bo. Ja, jetzt habe ich auch die Werbetrommel nochmal ordentlich getrommelt.
Ich würde mich freuen, wenn ihr dann am Sonntag beim nächsten Video wieder dabei seid und wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und dann sehen wir uns hoffentlich. Bis dann. Tschüss.